Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht's um den rotschuppigen Raukopf. Beim rotschuppigen Raukopf handelt es sich um einen Symbiosepilz, den man ausschließlich in Laub- und Laubmischwäldern finden kann. Er ist bei uns in Oberbayern einer der häufigsten Schleierlinge und kann vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein erscheinen. Der rotschuppige Raukopf enthält Giftstoffe, die vor allem die Nieren und die Leber angreifen. Anzeichen für eine Vergiftung mit den enthaltenen Giftstoffen sind Mundtrockenheit, extremes Durstgefühl und Bluthochdruck. Der Hut des rotschuppigen Raukopfs wird bis zu 12 cm groß. Die Hutoberseite kann dabei zimtbräunlich bis blassgelblich gefärbt sein und besitzt deutlich erkennbare rötliche Schüppchen auf der Hutoberseite. Im Alter reißen die Hüte gerne etwas ein. Die Lamellen des rotschuppigen Raukopfs sind bräunlich, meist rostbraun gefärbt. Die Lamellen sind gegabelt, besitzen oft Zwischenlamellen, sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen und laufen dort auch etwas herab. Der Stiel des rotschuppigen Raukopfs ist gelbbräunlich gefärbt und besitzt ebenfalls rötlich gefärbte Schüppchen. Das Fleisch ist weißlich gefärbt und kann bei Verletzung gilben. Der rotschuppige Raukopf besitzt keinen besonderen Geruch und laut der Literatur einen leicht bitterlichen Geschmack. Geschmacksproben sollten bei dieser Art wie auch bei allen anderen Arten aus dieser Gattung unbedingt vermieden werden. Einige von euch werden sicherlich schon mal vom sogenannten Spiritustest gehört haben. Dabei geht es darum, die an sich sehr ähnlichen Sektionen, Rauköpfe und Hautköpfe innerhalb der Gattung der Schleierlinge relativ sicher voneinander zu trennen. Das funktioniert folgendermaßen: Man nimmt dazu ein weißes Tuch, legt dann ein Stück von seinem Fund, das man entweder für den Rau- oder Hautkopf hält, beträufelt das Ganze dann mit klarem Alkohol und verfärbt sich dann das Tuch, dann handelt es sich um einen Hautkopf. Verfärbt sich das Tuch nicht, dann handelt es sich in der Regel um den Raukopf. Grund für dieses Verhalten ist, dass Hautköpfe alkohollösliche Farbstoffe besitzen und Rauköpfe überwiegend nicht. Der rotschuppige Raukopf bildet da aber eine seltene Ausnahme. Obwohl es sich um einen Raukopf handelt, lassen sich mit Alkohol gelblich gefärbte Farbstoffe aus den Fruchtkörpern des rotschuppigen Raukopfes lösen. Also da greift dieser Test leider nicht. Der rotschuppige Raukopf kann als Schleierling natürlich vor allem mit anderen Schleierlingen verwechselt werden. Besonders groß ist die Verwechslungsgefahr mit anderen Haut- oder Rauköpfen. Besonders ähnliche Arten wären dabei der blutblättrige Hautkopf, der blutrote Hautkopf, der kupferrote Hautkopf oder auch der orangefuchsige Raukopf.
Ja, so viel zum Thema rotschuppiger Raukopf. Wirklich eine wunderschöne Art mit diesen leuchtenden Farben. Auch dieses typische Gilben bei Verletzung macht die Art eigentlich leicht kenntlich, auch wenn da, wie beschrieben, der Spiritustest ja sozusagen als Ausnahme nicht greift. Zum Abschluss gibt es jetzt wie gewohnt Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch die Art nochmal genau anschauen und euch die Merkmale einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!